Hallo zusammen und willkommen auf der einen Bildschirmhälfte des Bildes. Das hat auch einen bestimmten Grund, denn ich möchte auf der Seite jetzt gleich ein paar Sachen einblenden. Ich hatte euch das schon angekündigt. Ich wollte mit meiner Tippsreihe, falls man sie so bezeichnen kann, einfach mal weitermachen. Und beim letzten Mal habe ich ja erklärt, was ist Pen and Paper Rollenspiel? Und heute soll es um die Frage gehen, welche Rollenspiele gibt es eigentlich? Ja, das ist nicht ganz so leicht zu beantworten, denn ohne zu übertreiben gibt es wirklich Tausende von Rollenspielen, die man spielen kann, unterteilt nach unterschiedlichen Genres oder auch Fanprodukte wie zum Beispiel Star Trek, Star Wars, Game of Thrones oder Firefly etc. pp. Das ist also nicht ganz so leicht, ein Video zu machen, in dem man alles vorstellt, bis hin zu unmöglich. Zumindest würde es ein ewig langes Video werden. Ich habe mir also überlegt, dass ich nach Genre sortiert einfach ein paar Systeme vorstelle, von denen ich glaube, dass man da recht gut Zugang zu findet. Sei es entweder, dass man noch gut an die Produkte kommt oder aber, dass man damit ein bisschen experimentieren kann, dass man damit so ein bisschen ja, Neuland betritt oder dass man eben ja, eine leichte Chance dabei hat, irgendwie Mitspieler zu finden oder ja, Freunde zu begeistern, wie auch immer. Und dann legen wir auch direkt los mit dem Genre Fantasy. Das in Deutschland wohl bekannteste Rollenspiel immer noch ist Das Schwarze Auge, wird abgekürzt mit DSA. Da habe ich ja neulich einen Stream zu gemacht. Von daher dürfte bekannt sein, dass die vierte Edition davon die aktuelle ist, aber ja, eine fünfte ist in Planung, momentan in der Beta, soll nächstes Jahr im Sommer, Frühsommer, Endfrühling, wie auch immer, erscheinen. DSA ist entsprechend super verbreitet, also es gibt seit 1984, war das erste und lange, lange Zeit auch einzige deutsche Rollenspiel, das es so gegeben hat und von daher haben sich entsprechend viele Leute drauf gestürzt, wieder andere begeistert und so weiter und so fort. Also mit Das Schwarze Auge kann man diesbezüglich sicherlich nichts falsch machen. Was so ein bisschen schwierig ist, ist, Das Schwarze Auge ist so ein Low-Fantasy-Ding, wo es zwar Magie gibt, aber ne, ihr habt das mitbekommen, man kann Magier spielen, man kann Hexen spielen, man kann Geweihte spielen und das gibt es zwar alles, aber es ist trotzdem irgendwie Low Fantasy und es ist so eine Art fantastischer Realismus. Es ist also unglaublich viel abgebildet und es gibt ganze Bücher nur über die Botanik von Aventurien, so heißt das Land, wo eben das Schwarze Auge zentral spielt. Das mag für den einen oder anderen eine Hilfe sein, der ein oder andere sonst mag sich davon erschlagen fühlen. Das müsst ihr dann für euch selbst entscheiden. Auf jeden Fall ist das System an sich sehr verbreitet und eine ganz gute Anlaufstelle. Der große, ja, Konkurrent immer noch, also zumindest wird es oft so bezeichnet, von DSA in Deutschland ist Dungeons and Dragons, wohl in den USA das am meisten gespielte Spiel, also dasselbe quasi in englischsprachig. Dasselbe ist allerdings nicht ganz richtig, denn Dungeons and Dragons hat zwar auch eine ähnliche Editionsgeschichte, auch da ist es so, dass gerade die fünfte Edition erscheint. Es ist da aber ein bisschen anders und zwar war die dritte Edition noch ja, ein Ding und die 3.5 dann auch und danach hat sich die Entwicklung so ein bisschen aufgesplittet. Es gibt nämlich D&D 4, was in Deutschland kaum gespielt wird, zu meinem Bedauern, denn ich persönlich mag D&D 4 ganz gerne, wie ich ja schon mal in einem Video gesagt habe. Und es gibt sozusagen 3.75. Das kennt ihr vermutlich oder habt es schon mal gehört, das ist nämlich Pathfinder. Und zu Pathfinder wiederum erscheint sehr, sehr viel in deutscher Sprache, erscheint auch immer noch viel in deutscher Sprache, wird also sehr supported, ist also aus der Dungeons and Dragons Reihe sicherlich so das System, mit dem ihr am ehesten was anfangen könnt. Man kommt auch noch an Bücher der dritten Edition beziehungsweise 3.5, die sind aber unglaublich teuer und die Reihe ist nie komplett übersetzt worden damals, so dass ihr mit Pathfinder da den besten, ja, Fitch machen könnt. Es gibt große Unterschiede zwischen Das Schwarze Auge und Dungeons and Dragons. Da würde sich vermutlich sogar ein eigenes Video zu lohnen. Zentral ist aber gerade, wenn man sich Pathfinder anschaut oder auch die vierte Edition, dass es weniger ein erzählendes Rollenspiel ist, als vielmehr durchaus ein taktisches. Das heißt nicht, dass Storytelling, also das Erzählen von Geschichten, würfelarmes Spiel etc. damit nicht möglich ist. Das geht natürlich genauso. Aber das Spiel entfaltet seine Stärken wirklich dann, wenn man mit einer Battlemap spielt und ja, da entsprechend Felder abzählt und das ist was D&D so ein bisschen von DSA unterscheidet, meiner Meinung nach.
So, das dritte System aus dem Fantasy-Genre, das ich da kurz erwähnen möchte, ist Splittermond. Splittermond ist auch ganz neu, ist ein deutsches Rollenspiel und da gab es schon ganz viel Wirbel drum, denn ein Großteil der Redaktion von Splittermond war früher in der Redaktion von Das Schwarze Auge. Da ist natürlich jetzt eine gewisse Konkurrenz da oder auch die Frage, sind die jetzt besser? Ist das dasselbe in Grün? Was ist da los? Das spaltet natürlich auch und gerade die Fangemeinde. Also da, wie gesagt, ist so einiges los. Vom System her ist es aber schon ein bisschen was anderes. Also Splittermond ist auch, das ist meine Meinung, ein durchaus frisches Fantasy-System im deutschsprachigen Raum. Ich meine, hat da ja auch nicht so viele Gegner oder Konkurrenten, hat noch so ein paar altbackene Elemente, verwendet ein Tick-System, was einige sehr gut finden, andere wiederum nicht so sehr mögen. Und auch dazu würde sicherlich ein eigenes Video lohnen. Sicher ist aber, es gibt genug Fans von Splittermond und genug Support, dass das auch ein gutes System wäre, um damit einzusteigen. So, und das letzte System, das ich aus dem Fantasy-Bereich nennen möchte, ist Dungeon Slayers. Dungeon Slayers, da werde ich euch auch die Webadresse verlinken in der Infobox nachher. Das ist ein Spiel, was ihr wirklich kostenlos runterladen könnt, das ganz, ganz leicht zu erlernen ist. Ob man das mag oder nicht mag, steht hier auf einem völlig anderen Blatt. Es geht ja hier sowieso nur so ums Vorstellen. Und da ist wirklich cool, dass ihr kostenlos reinschauen könnt. Und wenn ihr auf der Webseite seid, findet ihr da sogar noch so Sachen wie Tutorials für Spielleiter. Also ihr habt da auf jeden Fall einen Mehrwert, wenn ihr neu im Pen and Paper Tischrollenspiel-Bereich unterwegs seid. Also schaut es euch an und habt Spaß damit. Ich würde sagen, das größte Genre nach Fantasy ist der Horrorbereich und auch den belegen einige große Systeme in erster Linie, auch wenn es da noch ganz viele kleine gibt. An erster Stelle nenne ich da natürlich die World of Darkness. Das ist eine Entwicklung eines Systems. Also da würde ich jetzt nicht so ganz von Editionen sprechen. Die Cuts sind da größer als im Fantasy-Bereich, die gesetzt wurden. Das Spiel gibt es seit den 90er Jahren und das wohl bekannteste Spiel aus der World of Darkness ist Vampyr und zwar Vampyr the Masquerade, beziehungsweise im Deutschen Vampire die Maskerade, logischerweise. Da sind noch weitere Subsysteme erschienen. Wer diesen Kanal kennt, kennt die alle schon, denn die World of Darkness ist ja so einer meiner Schwerpunkte, zu denen ich am liebsten was mache, quasi auch so mit meinem Lieblingssystem. Und ja, da gibt es also neben Vampiren noch Werwölfe, es gibt Magier, es gibt Feenwesen, also Wechselbäger. Wenn ihr mal schaut, es gibt ja diese sehr beliebte Online-Chronik von Frank Vogt, den Kanal werde ich euch auch verlinken. Wechselbalg lehnt sich eben an dieses Subsystem der sogenannten Alten oder OWOD an. Und dann wurde Anfang 2000, also der Anfang der 2000er Jahre, wurde das Ganze neu aufgelegt und da hat sich wirklich viel geändert. Auch dieser Metaplot, also diese übergreifende Geschichte, wurde rausgenommen. Das heißt, es gibt jetzt keine NSC mehr und keine Ereignisse mehr, sondern man macht sich das alles selbst. Man hat das Regelsystem. Man hat ein paar ja, Clans oder sonstige Gruppierungen und den Rest kann man sich selber stricken. Hält einen natürlich nicht davon ab, das Ganze dann aus der OWOD zu entnehmen, aber zu sehr will ich da auch gar nicht ins Detail gehen, denn wenn ihr mal auf meinem Kanal schaut, gerade so bei den ersten Videos, da habe ich ein bisschen was erzählt zu den Unterschieden von beziehungsweise OWOD und NWOD und so weiter und so fort. Da wird auch noch ganz, ganz viel an Einzelvideos kommen, möchte ich jetzt also hier gar nicht so weit ausbreiten. Auf jeden Fall ist die World of Darkness ein Spielsystem, das in der Gegenwart spielt, aber davon ausgeht, dass es eben übernatürliche Kreaturen gibt und auch übernatürliche Menschen gibt. Also seien es jetzt zum Beispiel eben Magier oder auch Hunter, die klassisch Jagd auf Monster machen oder eben Vampire, Werwölfe und die anderen, die ich gerade genannt habe und einige mehr. Das nächste, was auch sehr bekannt und sehr beliebt ist, auch in deutscher Sprache, ist Call of Cthulhu, oft nur als Cthulhu bezeichnet. Das ist ein Horrorrollenspiel, das sehr, sehr schnell degeneriert, beziehungsweise wo der Charakter sehr schnell degeneriert. Also üblicherweise spielt man ja nicht jahrelang denselben Charakter oder so etwas. Das kann man in drei unterschiedlichen Zeiten spielen. Also man kann es in der Jetztzeit spielen. Klassischerweise spielt man es aber so in den 20er Jahren oder so um 1890. Dieses Spiel basiert auf den Geschichten von H.P. Lovecraft, der ja einige Kurzgeschichten und auch längere Sachen geschrieben hat. Und ja, die haben so einen ganz subtilen Horror und da geht es um die großen Alten und naja, also auf jeden Fall auch ein sehr bekanntes und ziemlich beliebtes System, das ich an dieser Stelle erwähnen möchte.
Dann kommen wir mal zum Science-Fiction-Bereich. Da habe ich eine Weile überlegt, ob ich den einfach als solches bezeichne. Das ist nämlich auch nicht ganz so einfach, das so festzulegen. Denn, naja, ich habe jetzt einfach unterschiedliche Subgenres des Science-Fiction zusammengepackt, aber das werdet ihr jetzt gleich sehen. Also das beliebteste System, das es wohl in Deutschland gibt und das es eben auch deutschsprachig gibt, ist Shadowrun. Shadowrun ist keine klassische Science-Fiction, sondern eben Cyberpunk. Das heißt, es spielt ein paar Jahrzehnte in der Zukunft, aktuell so 2070er Jahre. Auch dazu habe ich schon ein paar Videos gemacht. Da könnt ihr gerne mal bei mir auf dem Kanal schauen, wo ich ein bisschen was dazu erzählt habe, zu Shadowrun und zu Cyberpunk. Also wer da Interesse hat, findet da mit Sicherheit leicht Mitspieler. Und so das typisch klassische Science-Fiction-Rollenspiel, das man noch am ehesten findet, und auch das ist leider selten, ist Traveller. Traveller gibt es schon ganz, ganz lange, auch in unterschiedlichen Editionen. Unter anderem gibt es eine, und ich behaupte jetzt einfach mal, das war noch mit die verbreitetste. Zumindest ist es das System, wovon ich persönlich am meisten mitbekommen habe, und zwar GURPS Traveller, wobei GURPS eigentlich, also GURPS geschrieben, wie ihr seht, ist eine Abkürzung für generisch universelles Rollenspiel. System bzw. Role-Playing System eben. Und zu Universalsystem mache ich aber irgendwann anders mal ein Video, denke ich. Auf jeden Fall kann man mit GURPS auch unterschiedliche Sachen spielen, also ganz unterschiedliche Genre und Themen bespielen. Und eins davon ist eben Traveller, das man sich da angenommen hat. Traveller hat im Moment wieder so einen kleinen Boost, also es könnte leichter werden, da Mitspieler zu finden. Ist wie gesagt klassische Science Fiction. Ja, dann natürlich die Warhammer 40k Sachen, die auch nochmal im Fantasy-Bereich eigentlich zu erwähnen wären. Aber Warhammer Fantasy wird im Tischrollenspielbereich eigentlich nicht so häufig gespielt, so zumindest auch wieder meine Erfahrung, wie Warhammer 40k, das sich mit unterschiedlichen Subsystemen wiederum ziemlich großer Beliebtheit erfreut. Also da gibt es wirklich Schattenjäger und Freihändler und so, da kenne ich mich nicht ganz gut aus, aber hier für euch die Info: Es gibt halt wirklich auch zu den Warhammer-Sachen und zu Warhammer 40k vor allem ein Rollenspiel bzw. mehrere Rollenspiele, die auch ganz gerne miteinander kombiniert und von verschiedenen Leuten gespielt werden. Dann gibt es noch zwei kleine Systeme, die so gut wie gar nicht bespielt werden, zumindest nicht im Tischrollenspielbereich, die ich euch trotzdem kurz nennen möchte. Das eine ist The Genesis, das andere ist Endland. The Genesis ist, soweit ich weiß, noch aktiv und hat durchaus eine begeisterte Fangemeinde, aber eben nicht in einer Größe, dass man jetzt sagen könnte, man findet auf einer Con direkt Leute, mit denen man spielen kann oder auch irgendwo sonst. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Ich meine, aber es wäre noch aktiv. Da gibt es auch ein Live-Rollenspiel zu, also wirklich ein LARP bzw. ein Endzeit-LARP mit diesem Hintergrund. Das Schöne ist, wenn ihr da auf die Webseite geht, Link gibt es wieder in der Infobox, dann findet ihr da die Möglichkeit, euch das Ganze runterzuladen und euch erstmal anzugucken, ob das was für euch ist. Das gleiche gilt für Endland. Endland ist schon vor vielen Jahren eingestellt worden, hat auch noch so ein paar nicht nur endzeitige Elemente, sondern auch so ein bisschen was Fantasy-artiges da drin, also so haiartige Menschen gibt es da beispielsweise. Wenn ihr also Lust habt, euch einfach mal was anzugucken, aber nicht direkt die dicke Kohle auf den Tisch legen könnt, auch da findet sich das Grundregelwerk kostenlos zum Download im Internet, und auch den Link gibt es von mir in der Infobox. Das könnt ihr euch einfach mal anschauen. Wo wir da schon so in die Endzeitrichtung gehen und ja, so ein bisschen was Postapokalyptisches, da darf natürlich Folgendes nicht fehlen, nämlich Gamma Slayers. Gamma Slayers ist eine Variante von Dungeon Slayers. Das hatte ich euch ja schon kurz erwähnt im Fantasy-Bereich, und bei Gamma Slayers geht es halt eben um eine verstrahlte Zukunft. Da gibt es halt auch Mutanten und es gibt telekinetische Fertigkeiten und sowas in der Richtung. Wer darauf Bock hat, kann sich ja bei Gamma Slayers umsehen. Ist auch kostenlos, wie Dungeon Slayers es auch ist. Und was ich hier auch erwähnen möchte, einfach weil ich selber es auch ganz gerne spiele und weil es schon eine relativ große Spielerschaft hat mittlerweile, das ist All Flesh Must Be Eaten. Das ist von Eden Studios und spielt mit dem Unisystem. Das geht wieder so ein bisschen in Richtung Universalsystem, denn andere Systeme von dieser Firma, die irgendwie verschollen ist oder so, auf jeden Fall haben die schon lange nichts mehr gemacht, gehen auch in die Richtung. Zum Beispiel Buffy the Vampire Slayer spielt nach demselben System wie All Flesh Must Be Eaten. All Flesh Must Be Eaten, wie der Titel schon sagt, da geht es um die Zombie-Kalypse, Zombies in allen erdenklichen Variationen, ist allerdings englischsprachig und kostet auch ein bisschen was. Dafür findet man relativ leicht noch Spieler für dieses System.
Dann kommen wir noch so ein bisschen zum Superheldenbereich. Den halte ich hier so ein bisschen low, weil ich mich mit Superhelden nicht ganz gut auskenne. Was man durchaus als Superheldenspiel bezeichnen könnte, das ist Cyan. Cyan ist wie die World of Darkness, die ich beim Horrorbereich vorgestellt hatte, von White Wolf, beziehungsweise mittlerweile heißt die Firma ja Onyx Path Publishing, soll da auch, naja, nicht neu aufgelegt werden, aber es soll da jetzt noch ein Zusatzband geben. Da gibt es drei verschiedene Ebenen, auf denen man spielen kann. Und das Ganze kann man sich so ein bisschen vorstellen wie bei Percy Jackson, was die Charaktere angeht, oder auch Zorn der Titanen und Kampfkrieg der Titanen, Clash of the Titans, also diese ganze Filmreihe, was so die Inhalte angeht. Man spielt also Nachkommen von Göttern, das ist so die Kurzfassung, ist also nicht wirklich superheldenmäßig, aber ich meine, hallo, man stammt von einem Gott ab, passt also durchaus in die Richtung, wie ich finde. Das ist sehr unbekannt und ich denke, aber dadurch, dass da jetzt noch ein Zusatzband zu erscheint, wird das vielleicht Interesse wecken, aber es ist halt generell, Superhelden sind so ein Nischending. Das gilt auch für Exalted. Hat sich ja nie so megamäßig durchgesetzt, obwohl es schon eine relativ große Spielerschaft hat. Da soll zum Jahresende, glaube ich, die dritte Edition erscheinen. Aktuell ist da die zweite. Und bei Exalted spielt man, damals hieß es auf Deutsch eben die Hohen, also diejenigen, die erhoben wurden, besser zu sein als die Menschen. Das hat mehr so einen Martial Arts, Anime, Fantasy, High Fantasy Einschlag. Könnt ihr euch ja mal angucken, gibt es allerdings auch nicht kostenlos, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es da vielleicht einen kostenlosen Quickstarter gibt. Da könntet ihr mal bei Drive-Thru-RPG nachschauen. Ich schaue für euch auch gleich nach und packe euch dann den Link in die Infobox, wenn es da was Kostenloses geben sollte. So, und dann gibt es halt wirklich noch so klassische Superhelden-Systeme, die aber wirklich so gut wie gar nicht gespielt werden. Es gibt halt so Sachen wie Aberrant, wie Trinity. Und es gibt so Sachen wie Mutants and Masterminds. Ich liste euch hier nur die Namen kurz auf und ihr könnt ja danach mal googeln, wenn ihr Interesse habt. Aber so von der Spielerschaft her, wenn ihr da nicht Eigeninitiative aufbringt oder direkt eine Gruppe am Start habt, denke ich, wird es da eher schwierig. Was auch einen großen Raum einnimmt bei den Spielen, ist so Steampunk und Steam Fantasy und alles so ein bisschen drumrum. Also es gibt zum Beispiel ein Rollenspiel, da bekommt ihr auch deutsche Produkte, das ist Private Eye. Das ist so kriminalistisches Rollenspiel im viktorianischen England. Das ist ganz nett. Teilweise ein bisschen dröge, aber wenn man halt Interesse an Tüfteleien, an klassischen Krimis, am viktorianischen hat, dann ist man da auf jeden Fall ganz gut dabei. Dann bietet Dungeons and Dragons halt auch so ein paar Settings an, oder beziehungsweise vor allem ein Setting, das so ein bisschen in die Richtung geht. Das wäre in dem Fall Eberron. Und noch ziemlich neu ist das Fullmetal Fantasy Rollenspiel Iron Kingdoms. Iron Kingdoms ist ein eigentlich schon recht altes Rollenspiel, das auch sehr Steam Fantasy, steampunkige Elemente hat. Und auf Basis, ja, und zwar genau so rum und nicht andersrum, auf Basis dieses Rollenspiels damals ist dann das Tabletop War Machine und Hordes erschienen. Das gibt es ja heute auch noch. Und auf der Basis des Erfolgs in Deutschland von War Machine und Hordes ist jetzt eben Iron Kingdoms neu erschienen, auch mit neuem System und auch in deutscher Sprache. Ist also schon was anderes als das, was es damals gab. Also das damals ist irgendwie in der Versenkung verschwunden, das kannte kein Mensch. Und Iron Kingdoms jetzt, das glaube ich auch letztes Jahr wirklich erst im Deutschen erschienen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das wird halt aktiv supported, ist bei Ulysses erschienen, wenn ihr da Interesse habt und oder das Tabletop spielt und da mal sehen wollt, wie das Rollenspiel dazu ist, seid ihr da auf jeden Fall richtig. Ist ein sehr cooles Spiel, das ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Was haben wir noch? Es gibt noch ja, Space 1889 und sowas wie Hex. Aber auch da schreibe ich jetzt nur die Titel hin. Habe ich selber nicht gespielt, obwohl ich die Bücher hier stehen habe. Aber wie das so ist mit der Zeit, naja. Und zum Schluss gibt es dann natürlich noch so ein paar Spiele, die einfach für One-Shot sind, die witzig sind. Sogenannte Bier- und Brezel-Spiele. Da gehört sowas zu wie Urban Fairy, englischsprachig. Dann Kobolds Ate My Baby, was auch im Deutschen erschienen ist. Oder so Sachen wie Veggie Patch, auch englischsprachig, aber irgendwie umfasst nur 20 Seiten. Dann die ganzen Sachen von 1W6, wo man sich also auch mal hinsetzen kann. Also so ein paar kleinere Klitschen. Oder auch ein Nipper Gin.
Und wenn ich da einen Link zu finde, setze ich euch den rein. Denn Nippa-Gin, damit kann man auch viele Sachen machen und das ist auch eine feine Sache. So, jetzt ist das doch ziemlich lang geworden. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, nur einen kurzen Überblick geben. Was gibt es so? Was kann man spielen? In welche Genre kann man gehen? Natürlich gibt es noch viel, viel mehr, wie ich ja gerade auch gesagt habe. Wenn ihr an speziellen Sachen Interesse habt, gebt mir Bescheid, sagt, ihr wollt da mehr Videos zu, kommentiert hier unten, schickt mir eine Nachricht, stellt Fragen, was auch immer. Habt auf jeden Fall eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Das wird dann wahrscheinlich ein Monatsrückblick sein, denn das gehört zu den Dingen, die ich mir mal neu angewöhnen möchte. In der Hoffnung, dass es jeden Monat auch zumindest für ein 3, 4, 5 Minuten Video ein bisschen was zu erzählen gibt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.